die Band KISS. Die verabschiedet sich mit einem riesen Tamtam von ihren Fans. KISS will sich von der Bühne zurückziehen. Und dafür geben sie heute und morgen im Madison Square Garden ihre allerletzten Konzerte. Und dafür wird einfach mal das Empire State Building angeknipst. Und alles erstrahlt im KISS-Style. In ganz New York City gibt es in diesen Tagen verschiedene Aktionen und Veranstaltungen für die KISS-Fans. Man erkennt sie auch ungeschminkt, die Rocker von KISS im Empire State Building. Da beschert sich die New Yorker Band einen weiteren Höhepunkt in ihrer Geschichte. Es ist nur ein Hebel, den sie umlegen, aber der hat's in sich. Der Wolkenkratzer wurde schon oft angestrahlt und beleuchtet, aber diese Aktion ist äußerst spektakulär. Bei KISS gibt es eben keine halben Sachen. New York ist unser Zuhause. Hier sind wir aufgewachsen. In diesem legendären Gebäude zu sein, wir, die wir selbst als Legenden betrachtet werden, das ist mehr, als wir jemals erwartet hätten. Nur in New York City können vier Typen aus den Straßen der Stadt den Traum verwirklichen, die Band zusammenzustellen, die sie immer auf der Bühne sehen wollten. Das war unser Plan. Irgendwann hatten sie diesen übergroßen Hit, den jeder kennt. Bis dahin hatten sie alles dafür getan, die Band zu werden, die jeder kennt. Durch ihre Schminke und ihre Maskerade fallen sie sowieso auf. Jetzt im Empire State Building erinnern sie sich aber daran, dass sie gerade in den Anfangsjahren vor absolut nichts zurückschreckten, was Aufmerksamkeit beschert. Das Foto von hier oben 1976, davon müsst ihr erzählen. Es gab keinen Zaun, nichts. Wir haben uns einfach nur verzweifelt festgehalten. Man darf nicht mehr dahin, wo wir waren. Und alle total cool aussahen. Aber die eine Hand schwitzte und klammerte sich fest. Und dieses ikonische Foto ist Bandgeschichte. Die Leute erinnern sich daran. Heute sind wir schlau genug, da nicht mehr hinzuklettern. Aber es ist toll, hier zu sein. Ein leuchtendes Denkmal für 50 Jahre KISS. Kaum zu glauben, damit und mit dem letzten Konzert morgen Abend in New York will sich die Band für immer verabschieden. Für uns wird es bald sehr emotional. Noch reden wir leichtfertig, erzählen ihnen Anekdoten, aber bald werden wir heulen wie 12-jährige Mädchen, denen man auf die Füße tritt. Alles muss enden. Alles geht weiter. Das Ende einer Sache ist der Anfang einer anderen. KISS wird nicht verschwinden. KISS ist Teil der Geschichte dieses Landes und des größten Teils der Welt. Selbst wenn wir es stoppen wollten, das würde nicht gelingen. Es wird weitergehen und jede Menge Überraschungen geben. Was auch immer das heißt, und selbst wenn der Abschied von der Bühne endgültig ist, die Musik dieser verrückten Band wird bleiben.